3 Millionen in Vietnam, 2 Millionen in Afghanistan, 900.000 im Irak und 500.000 in Somalien. Das sind die Zahlen der Toten, die durch Infektionskrankheiten, Hungersnöte, Kriegsverbrechen, Völkermorde sowie die in Schlachten getöteten Soldaten, also die gesamte Anzahl der Kriegsopfer. Doch das ist noch lange nicht alles. Es sind weltweit mindestens 25 Millionen Menschen nach Ende des Zweiten Weltkriegs durch Kriege gestorben. Im 20. Jahrhundert starben ca. 100 bis 185 Millionen Menschen durch Kriege. Vor genau 5 Monaten, am 13. April, sind in Paris 130 Menschen einem barbarischen Terrorakt zum Opfer gefallen. Die Täter waren nahezu ausschließlich französische und belgische Staatsbürger, aufgewachsen in den verwilderten Vorstädten von Brüssel und Paris. Und jetzt stellen sie sich die Politiker hin und sagen, dass sie den IS dadurch schwächen und bekämpfen wollen. Dass sie ebenso unschuldige Menschen, Frauen und Kinder bombardieren und dadurch töten wollen. Was ist denn das für ein Wahnsinn? Ich frage Sie, in welchem Jahrhundert leben wir eigentlich? Und wenn jetzt die Politiker sagen, sie haben darüber nachgedacht. Nein, nein, sie haben nicht nachgedacht. Die Politiker meinen auch, wir, also die Bevölkerung, wir hätten ja keinen anderen Plan. Doch es gibt einen anderen Plan. Es gibt einen anderen Plan. Krieg macht alles nur noch schlimmer. Sie bekämpfen den IS dadurch nicht. Nein. Sie werden ihn stärken mit diesem Einsatz. Meine Damen und Herren, auf dieser Welt läuft irgendwas falsch. Es kann doch nicht sein, dass Menschenleben keinen Wert mehr hat. Manchmal denke ich mir sogar, dass es auf dieser Welt mittlerweile nur noch um Geschäfte und Profite geht. Jährlich werden weltweit Waffenexporte und Rüstungstransfers im Wert von rund 19 Milliarden US-Dollar genehmigt. Rund 650 Millionen Kleinwaffen, Maschinenpistolen, Maschinengewehre und Ähnliches gibt es heute weltweit. Damit verfügt jeder 10. Mensch über eine Waffe. Jedes Jahr werden 800.000 kleine und leichte Waffen vernichtet. Gleichzeitig werden 8 Millionen Kleinwaffen produziert, also das Zehnfache. Die Waffen werden von mehr als 1200 Firmen in rund 90 Staaten produziert. Im Jahr 2015 wurden 14 Milliarden Schuss Munition produziert. Das sind weltweit mehr als 2 Geschosse für jeden Mann, jede Frau und jedes Kind. Es werden Millionen von Dollar in Kriegsgebiete gesteckt. Wofür? Damit unschuldige Zivilisten kaltblütig ermordet, vergewaltigt und bombardiert werden. Es kann so nicht weitergehen. Wir brauchen Politiker, die endgültig dem Krieg ein Ende setzen und nicht Politiker, die tagtäglich Kriege finanzieren. Wir Menschen, wir alle, dürfen uns nicht von der Politik manipulieren lassen. Wir müssen lernen, unsere eigene Meinung zu bilden, durchdachte Entscheidungen zu treffen und dabei dürfen wir nie auf das Wohl unserer Mitmenschen vergessen. Stellt euch mal vor, es kommt zu einem dritten Weltkrieg. Ich sage euch eins, es wird vorbei sein. Ich hoffe nicht, dass es so weit kommt. Allein Russland hat 16.000 Nuklearwaffen. Um die ganze Erde zu zerstören, braucht man ca. 300 Nuklearwaffen. Das heißt, nur Russland allein könnte 53 Planeten Erde zerstören. Aber wir haben nur eine Erde und auf die müssen wir aufpassen. Ich will nicht durch einen Krieg mich von dieser Welt verabschieden, so wie sich viele in den letzten Jahren verabschiedet haben. Ich will wie ein ganz normaler, friedlicher Mensch
gehen. Eines, was ich in meinem Leben nicht verstehen werde, ist, wieso die Medien über die Kriege in Honduras, Südsudan, Burundi und vielen anderen Kriegsgebieten nicht berichten. Wieso hilft Europa nicht diesen Ländern? Haben diese Menschen keinen Wert? Meine Damen und Herren, ich glaube, ihr versteht meine Wut. Es ist endgültig der Zeitpunkt gekommen. Wir müssen dem Krieg ein Ende setzen. Ich will nicht mit dem Gedanken leben, dass es jeden Tag der letzte Tag sein könnte. Jeder Atemzug der letzte Atemzug sein könnte. Ich will in Frieden leben. Wir sind diese Generation, die etwas ändern kann. Wir müssen gemeinsam dafür sorgen, dass auf dieser Welt Frieden herrscht. Es gibt keine Garantie, dass wir es schaffen. Doch wenn wir es nicht versuchen, haben wir schon verloren. Und wenn wir es versuchen, bleibt uns noch immer die Hoffnung, unser Ziel zu erreichen. Wir müssen im Kleinen anfangen, wenn wir was Großes erreichen wollen. Also Frieden jetzt, egal ob in den IS-Banden, Honduras, Südsudan, Burundi, Zentralafrika, egal wo, wir müssen aufhören. John F. Kennedy hat gesagt, die Menschheit muss dem Krieg ein Ende setzen oder der Krieg setzt der Menschheit ein Ende. Danke. Okay.